Heute beim elektrischen Reporter: künstliche Tiere, ein Wahlkampfanzug und gedrosselte Netze. Elektrischer Reporter. Ich habe sie erwartet. Eine Drohne ist eigentlich eine männliche Honigbiene. Seit neuestem assoziieren wir mit diesem Begriff jedoch eher fliegende Roboter, ob mit oder ohne Waffen. Und die Biene ist nicht das einzige Tier, das Robotertechniker derzeit nachbauen, wie unser erster Beitrag zeigt. Wenn Thomas Schmickel an der Uni Graz die Bienen loslässt, braucht niemand Angst davor haben, gestochen zu werden. Denn die Forschungsobjekte des Zoologen sind keine Insekten, sondern Miniaturroboter. Thomas Schmickel untersucht mit seinem Team vom Artificial Life Laboratory das Verhalten von Tieren. Nicht nur am lebenden Original, sondern eben auch anhand von sogenannten bionischen Nachbildungen. Das Faszinierende, warum wir Bienen gewissermaßen nachbauen wollen oder Dinge, die wir an Bienen sehen, in Roboter einbauen wollen, ist eben die ungeheure Flexibilität und die sogenannte Schwarmintelligenz, die diese Lebewesen besitzen. Innerhalb eines Bienenstocks ist alles geregelt, von der Feuchtigkeit über die Temperatur, die Durchlüftung. Alles ist der Kontrolle unterworfen, aber es gibt keinen Supervisor, es gibt keinen Chef, der das kontrolliert. Wenn man einmal weiß, nach welchen Prinzipien Schwärme ihre Entscheidungen treffen und wie sie sich organisieren, kann man diese Erkenntnisse nicht nur auf klügere Roboter übertragen. Sie lassen sich auch nutzen, um über die Artengrenzen hinweg mit Tieren zu kommunizieren und ihre Entscheidungen zu beeinflussen. Im Idealfall zum Wohle von Mensch und Tier. Roboter können im Google nachschlagen, können im Internet nachschlagen, können Google Maps absuchen. Das kann keine Biene, das kann keine Ameise. Im Endeffekt könnten wir das vielleicht auch zu unserem Nutzen, zum Beispiel in der Bestäubung von Pflanzen nutzen, dass wir die Bienen dazu bringen, dort zu bestäuben, wo wir es gerade am dringendsten benötigen würden. Viele Forscher sind überzeugt, die Arbeit mit künstlichen Tieren birgt enormes Potenzial. Und während man sich in Graz der Grundlagenforschung verschrieben hat, lassen die Ingenieure von Festo im schwäbischen Esslingen bereits heute Erkenntnisse aus der Analyse von Tierverhalten in ihre Steuerungs- und Automatisierungstechnik einfließen. Ihr sogenannter Smart Bird, eine bionische Silbermöwe, zeigt, wie man von der Natur lernen kann. Immer wieder kommt es natürlich vor, dass wir eine technische Fragestellung haben, wo wir nicht so richtig die Lösung dafür haben, und da hilft es, in die Natur zu schauen, oder wir schauen in die Natur und finden dann eigentlich wie zufällig tolle, faszinierende Prinzipien, auf denen wir dann aufsetzen und dann im Nachhinein eigentlich die entsprechende Anwendung dafür suchen. Auf diese Weise hat das Unternehmen schon einen ganzen Zoo angelegt. Ihre künstlichen Quallen, Libellen und Pinguine zeigen, wie sich Bewegungsmuster von Tieren für neue Antriebstechniken nutzen lassen. Und der sogenannte Bionic Handling Assistant ist dem Rüssel eines Elefanten nachempfunden. Er kann in Fertigungsstraßen zum automatisierten Greifen empfindlicher Gegenstände eingesetzt werden. Aber die Tiere selbst sind Einzelstücke und sollen vor allem die Technologie des Unternehmens für ein breites Publikum anschaulich machen. Kaufen kann man sie nicht. Barbara Klein von der FH Frankfurt geht einen anderen Weg. Am Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit arbeitet sie mit einem künstlichen Tier, das man schon heute kaufen kann. Der japanischen Therapierobbe Paro. In Altersheimen lässt sie demente Menschen den Heuler streicheln und knuddeln. Mit erstaunlichem Ergebnis. In einer alten Pflegeeinrichtung herrscht nicht unbedingt eine Partystimmung, sondern es ist eher ein ruhiges, manchmal gedrücktes, trauriges Empfinden da, wie die Robbe in den Raum kam. Das war im Prinzip so, als ob sich schlagartig irgendetwas ändert. Ja, die Leute saßen da mit leuchtenden Augen, haben angefangen zu sprechen. Jeder wollte die Robbe streicheln. Nicht nur alte Menschen profitieren besonders von dem Umgang mit der Robbe. Auch geistig Behinderte und chronisch kranke Menschen können von Therapierobotern profitieren. Sie werden ruhiger und ausgeglichener, benötigen weniger Schmerz- und Beruhigungsmittel. Und das liegt nicht zuletzt am niedlichen Aussehen der Tiere. Also ich glaube, was diese künstlichen Tiere einfach auszeichnet, ist, dass sie so wirken,
als ob sie lebendig wären. Und die wenigen künstlichen Tiere, die ich bislang kennengelernt habe, die haben Prinzipien der Säuglingsforschung aufgegriffen. Ja? Häufig großer Kopf, große Augen. Nutz- und Haustiere begleiten den Menschen bereits seit Tausenden von Jahren. Mit den Fortschritten in der Robotik ist es nun wohl an der Zeit, sich auch auf künstliche Tiere in unserer Umwelt einzustellen. Und diese müssen ja hoffentlich nicht jede Eigenschaft der Originale kopieren. Kommen wir nun von fliegenden Tieren zu politischen Parteien. Letztere tummeln sich zu Wahlkampfzeiten zunehmend im Social Web. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Matthias Richel, ich mache Kommunikationsberatung, ich mache hauptberuflich Wahlkampf. Ich war schon immer politisch, bin mit 16 habe ich Wahlkampf gemacht. Habe schon immer in der Werbung gearbeitet, habe meine Schulpraktika schon in der Werbung gemacht. Im Wahlkampf konnte ich dann irgendwann beides optimal miteinander verbinden. Ja, Wahlkampf ist, glaube ich, man muss da ein sehr spezieller Typ sein, um Wahlkampf irgendwie toll zu finden. Ich finde es total großartig, in ein Projekt einzusteigen. Das ist aber ganz generell so, was eine feste Deadline hat und auf was sich alles zuspitzt. Und im Wahlkampf ist es natürlich extrem. Das Gefühl zu haben, dass alles, was man tut, läuft auf diesen einen Tag hinaus. Und das ist so das Hochamt der Demokratie. Man muss halt so viele Menschen wie möglich an die Wahlurne bringen. Ich hatte zwei Aufgaben, die waren so ein bisschen zweigeteilt bei der letzten Bundestagswahl. In der ersten Phase, Mitte des Jahres 2012, habe ich begonnen, zwei Online-Plattformen ins Leben zu rufen, die vor allen Dingen den SPD-Wahlkampf organisieren sollten. Den Tür-zu-Tür-Wahlkampf und den internen Wahlkampf. Das habe ich gemacht bis April. Und im April 2013 bin ich dann ins Willy Brandt-Haus gezogen und habe da dann die gesamte Online-Kampagne mit unterstützt, konzeptionell, redaktionell und strategisch. Der Tweet ist entstanden so in meiner Frustration nach dem Wahlergebnis der letzten Bundestagswahl. Und in meiner Frustration habe ich gesagt, na gut, ich möchte jetzt mit den kommenden vier Jahren nichts zu tun haben, weckt mich einfach zur nächsten Bundestagswahl. Und das Netz ist unverzichtbar für den Wahlkampf. Und zwar nicht nur als Schaufenster, so wie man es oft vermutet, so wie oft es auch abgefragt wird, wie viele Follower hat der und der, wie viele Freunde hat der und der oder die und die, welche Partei führt und so weiter und so fort. Nein, es ist tatsächlich viel, viel wichtiger geworden, um Wahlkampf zu organisieren. Online ist unglaublich wichtig, um die Menschen zusammenzuführen und sie zu aktivieren. Und zwar hierarchiefrei, deutschlandweit. Das hat vor allem was damit zu tun, den Menschen, die für die SPD draußen unterwegs sind, Futter zu geben, sprachfähig zu halten, damit sie jeden Tag neue Informationen haben, neue Meldungen haben und neue Meinungen und Themen haben, mit denen sie auf die Straße gehen können und um zu überzeugen können. Der Trend, den wir jetzt schon 2013 haben, wird sich zu 2017 oder zur nächsten Bundestagswahl total verstärken. Und zwar, dass es weder Online- noch Offline-Wahlkampf gibt, sondern dass beides nur noch miteinander funktioniert. Und egal in welcher Form, ich werde auch an dem nächsten Wahlkampf teilnehmen. Ob ich das nun als Privatperson mache oder beruflich, das sei noch dahingestellt. Aber ich bin dabei und kann nicht aus meiner Haut. Wir bleiben in der Politik. Netzaktivisten fordern schon länger eine gesetzliche Festschreibung der sogenannten Netzneutralität. Was daran so essentiell für das Internet ist, das zeigt unser nächster Beitrag. Janett Hofmann beobachtet das Internet. Am Wissenschaftszentrum Berlin forscht die Politologin darüber, wie sich die politischen Machtverhältnisse im Netz verändern. Eine Entwicklung beunruhigt sie dabei besonders. Heute haben einzelne Unternehmen die Möglichkeit, die Macht, die sie entwickelt haben, die Marktanteile, die sie besitzen, in einer Weise für sich zu nutzen, dass sie für andere unter Umständen schädlich ist. Beim Streit um die Netzneutralität kann man das gut beobachten. Bisher übertragen alle Internetprovider alle Daten mit gleicher Priorität, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Inhalt oder ihrem Ziel. Egal, ob ein Nutzer bei der Deutschen Telekom, bei Kabel Deutschland oder einem anderen Provider ist. Egal, ob es die Daten eines großen Videoportals sind oder eines kleinen Hobbyprojekts. Kein Datenpaket wird bevorzugt, keines benachteiligt. Geht es nach einigen Internetprovidern, allen voran die Deutsche Telekom, soll sich das nun ändern. Die Telekom will die Internet-Flatrate in der jetzigen Form abschaffen. Jeder Kunde soll in Zukunft pro Monat über ein begrenztes Datenvolumen verfügen. Wenn das verbraucht ist, soll die Übertragungsgeschwindigkeit stark gedrosselt werden.
Aber diese Datenbremse soll nicht für alle Unternehmen gelten. Wer mit der Telekom einen Vertrag schließt, dessen Dienste sollen auch dann noch ungedrosselt beim Kunden ankommen, wenn dessen Netz bereits verlangsamt ist. Dafür würde die Telekom eine Gebühr vom Anbieter kassieren. Alexander Berei vom Berliner Musikstreaming-Dienst Simfy will keine Extragebühr bezahlen müssen, damit seine Kunden weiter wie gewohnt Musik übers Internet hören können. Aber er hat noch vor etwas anderem Angst. Würde die Telekom nur exklusiv mit einem einzigen Musikstreaming-Anbieter so einen Vertrag abschließen, wie sie es bereits im Mobilfunkbereich tut, wäre sein Unternehmen stark benachteiligt. Für den Kunden, der bei der Telekom ist, aber einen anderen Streaming-Anbieter hören möchte, sei es jetzt eine Soundcloud, seien es wir, seien es YouTube-Videos, für den ist es nicht cool. Ihm bleibt nicht die Wahl überlassen, sich auf einem freien Markt frei zu bewegen. Das könnte sein Unternehmen die Existenz kosten. Die Telekom rechtfertigt ihre Pläne damit, dass sie mehr finanzielle Mittel für Investitionen brauche. Angeblich würden schon heute die Übertragungskapazitäten knapp, meint Telekom-Sprecher Philipp Blank. Abends zum Beispiel, wenn viele Nutzer Videos auf YouTube ansehen wollen. Gerade solche Dienste rund um die Uhr zu einer gesicherten Qualität anbieten zu können, dafür gibt es eine Nachfrage sowohl von Kundenseite als auch von Dienstanbieterseite. Und die wollen wir befriedigen. Fachleute bezweifeln, dass die Übertragungskapazitäten im Internet so knapp sind, wie die Telekom behauptet. Und Kritiker warnen davor, dass die Kosten für solche Vereinbarungen vor allem die Kunden zahlen werden. Eigentlich wäre es die Aufgabe des Gesetzgebers, hier für Klarheit zu sorgen, meint Janet Hofmann. Das ist das, was Ordnungspolitik klassischerweise macht. Es definiert, was innerhalb des Marktes erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Eine gesetzlich festgeschriebene Netzneutralität gibt es in Deutschland nicht. Anders dagegen in Slowenien und den Niederlanden. Hier soll ein Gesetz verhindern, dass ein Internetprovider seine Machtposition als Datenzusteller missbrauchen kann. Das wirke sich positiv auf die Internetwirtschaft aus, wie eine Studie im Auftrag des niederländischen Wirtschaftsministeriums herausgefunden haben will. Alle Marktteilnehmer hatten die gleichen Chancen. Davon profitierten die Netznutzer. Die Europäische Kommission beeindrucken solche Erkenntnisse nicht. Ihr aktueller Verordnungsentwurf soll es Internetprovidern erlauben, ausgewählte Dienste zu bevorzugen. Auch deutsche Gerichte geben sich zaghaft. Zwar verbot das Landgericht Köln der Telekom vorerst, ihre Drosselpläne umzusetzen, allerdings ging es dem Gericht primär um den Begriff Flatrate, der bei gedrosselten Tarifen irreführend sei. Gegen eine Bevorzugung einzelner Anbieter sagte das Gericht hingegen nichts. Das ist Verbraucherschützern wie Kerstin Fiedler viel zu wenig. Die Wahl sollen immer die Kunden selbst treffen können. Und es sollte einfach nicht den Telekommunikationsunternehmen überlassen werden, welche Dienste wir jetzt schneller haben können oder nicht. Im Streit um die Netzneutralität steht viel auf dem Spiel. Die Frage lautet: Ist das Internet vor allem ein Wirtschaftsraum, in dem bestimmte Unternehmen möglichst viel Geld verdienen können? Oder ist es nicht vielmehr ein öffentlicher Raum, in dem alle die gleichen Chancen haben sollten? Diese grundlegende Entscheidung kann letztlich nur der Gesetzgeber fällen. Im kommenden Zeitalter treten Netzwerke an die Stelle von Märkten. Und aus dem Streben nach Eigentum wird Streben nach Zugang. Jeremy Rifkin. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.